Mein lieber Ralf, seit jeher fühle ich mich zu mächtigen Männern hingezogen. Wie sehr, das würde ich dir gern privat zeigen. Du sollst wissen, ich kenne keine Hemmung. Das ist nicht von mir. Das muss von Sven gewesen sein. Ja, das ist echt ein Mistkerl. Du wolltest nicht so, wie er will, und das ist jetzt seine Rache. Was ist mit dem jungen Radler? Ich mache mir solche Vorwürfe. Als ich mit dem LKW in die Eimerstraße gefahren bin, da war mir wieder so komisch. Und da war ich kurz weg. So, na dann wollen wir doch mal. Soweit bereit? Du, Herr Bichler hat mir gerade gestanden, dass er den Unfall verursacht hat. Den LKW-Fahrer trifft keine Schuld. Andernfalls wird natürlich die Haftpflichtversicherung dem Rhein, dass er Rente zahlen. Bichler ist schuld an dem Unfall und jetzt soll das Opfer auch noch dafür gerade stehen? Das ist tragisch, ja, aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Stefan darf sein kleines Töchterchen unter keinen Umständen wiedersehen. Sonst können wir zwei unsere Pläne hier vergessen. Die Tochter von Stefan Jung hat ab sofort aufgehört, für Sie zu existieren. Herr Seifried, was wissen Sie über meine Tochter? Wisst ihr das? Nein, das gibt's doch nicht. Das ist Charlotte. Sie lebt. Das erste Lebenszeichen. Fast wie ein kleines Wunder. Wir sind Ärzte, wir dürfen eigentlich nicht an Wunder glauben. Ja, aber trotzdem gibt es manchmal welche. Freilich sind Sie Arzt, Herr Dr. Jung. Aber Sie sind auch Vater. Ich habe nie aufgehört zu hoffen, nie. Ich habe immer gespürt, dass sie noch lebt. Darf ich? Hübsches Mädchen. Hat sie von der Mutter. Ja, aber ich glaube, Sie haben wirklich recht. Das Foto ist nach dem Beben aufgenommen. Ja, die Trümmer hier, das ist definitiv nach dem Beben aufgenommen. Außerdem, die People Help Organisation, die ist ja erst nach dem Beben nach Haiti gekommen. Ja, dann ist dieses Foto jetzt der endgültige Beweis dafür, dass Ihre Tochter überlebt hat. Sieht ganz so aus, ja. Ich kann es nicht fassen. Wissen Sie was, Herr Doktor? Nach Feierabend gehe ich in die Kirche und stecke gleich eine Kerze an für Ihre Tochter, dass bald wieder daheim ist. So gescheit, dass der Herr Seifried seine Sachen kriegt. Danke, Oberschwester. Warum hat er mir das falsche Foto gezeigt? Vielleicht hat er es ja nur verwechselt. Ich meine, er hatte hohes Fieber, Bewusstseinsstörung. Ja, wahrscheinlich. Viel wichtiger ist doch jetzt, dass wir rausfinden, wer die Menschen neben Charlotte auf dem Foto sind. Wir? Ja, sie sehen so aus, als könnten sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Also ich scanne jetzt das Foto ein und Sie rufen die Organisation an, oder? Okay, und sobald ich einen Ansprechpartner habe, mailen wir das Foto sofort rüber. Mhm. Darf ich? Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ich auch. Ich fasse es nicht. Dass dieser ekelhafte Spanner. Die Bücher lagen vorher auch woanders. Wahrscheinlich hat er sich zwischendurch auch noch aufs Sofa gelegt. So eine Wohnung zu durchsuchen ist ja anstrengend. Allein die Vorstellung, dass Sven auf meinem Bett saß, ist unerträglich. Pass auf, wir wischen alles ab. Wir desinfizieren die Sachen, dann fühlst du dich wieder wohler, ja? Ich glaub das nicht. Das ist... Henny. Ich bin doch bei dir. Und dass er ein Bild von mir geklaut hat, das verschickt hat. Wie krank ist der? Und dann auch noch an Borowski. Das ist so peinlich. Ich gehe nicht mehr zur Arbeit. Süße, jetzt hör auf. Erstens siehst du im Bikini total bezaubernd aus. Zweitens hast nicht du einen Fehler gemacht, sondern dieser Arsch. Der Typ ist ein Psycho. Du musst den anzeigen.
Jan, deine Herzklappe funktioniert einwandfrei. Und die Wunde ist gut verheilt. Ja, aber das sind doch gute Nachrichten. Die OP war eine medizinische Notwendigkeit, aber... Ja, ich weiß, ich muss dann in die Reha. Also so viel versteht ein dummer Musiker wie ich auch von der Medizin. Aber so richtig aufatmen können wir erst, wenn wir ein geeignetes Spenderherz für dich gefunden haben. Das heißt, um eine Herztransplantation komme ich nicht herum. Ich fürchte nicht, Herr Severin. Wir können froh sein, wenn wir überhaupt Zeiten ein geeignetes Spenderherz für Sie finden. Wenn du sonst noch Fragen hast, dann... Hey, Markus, hast du mal einen Augenblick? Ja. Was ist denn jetzt? Hast du deine Koffer schon gepackt? Glaubst du wirklich, das ist jetzt eine gute Idee zu verreisen? In deinem Zustand? Ja, sicher. Ach komm, das ist auch nur ein kurzer Trip nach Düsseldorf. Hey, das schaffe ich schon. Ich schaff das. Was schaffst du? Markus und ich, wir planen einen kleinen Ausflug in die Welt der Jazzmusik. Jazzfestival Düsseldorf. Also, wenn alles klappt und wenn sein Zustand es erlaubt. Ja, genau. Erstmal kommst du wieder auf die Beine. Alles andere wäre im Moment verantwortungslos. Und deshalb machen wir uns wieder an die Arbeit und du ruhst dich aus. Ja, zu Befehl. Dieser beschissene Unfall. Das habe ich nur verbrochen, um so viel Pech zu haben. Herr Bichler, ich würde mal sagen, die Definition von Pech ist relativ. Dr. Bernheimer ist einer der erfahrensten Chirurgen in der Seeklinik und Sie sind hier in den besten Händen. Also bedeutet das in dieser Situation für Sie viel Glück? Ach, mein ganzes Leben ist total auf den Kopf gestellt. Haben Sie in der ganzen Zeit auch nur einmal an Kai Reinders gedacht? Wieso? Was ist denn mit dem? Der junge Mann wird für den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzen müssen. Und das mit gerade mal 18 Jahren. Querschnittsgelähmt? Ja, das Leben ist voller Tragödien. Ich würde vorschlagen, Sie versuchen sich ein wenig zu entspannen. Sie haben dann doch eine sehr anstrengende Operation vor sich. Und die Kollegin Dr. Wilson und ich, wir beide konzentrieren uns jetzt mal ausschließlich auf die bevorstehende OP, ja? Das Schlüsselbein von Portici ist so gut wie verheilt. Sag mal, hast du noch mal was von Herrn Seifried gehört? Nein, noch nicht, aber ich möchte unbedingt noch ein paar Takte mit ihm reden. Was willst du denn noch mit ihm reden? Du hast doch das Foto gesehen. Stefan, so hart das auch klingt, aber ich denke, du wirst dich einfach damit abfinden müssen, dass Seifried auch nicht weiß, was mit Charlotte ist. Muss ich das? Du hast doch gesehen, dass das Mädchen auf dem Bild nicht Charlie war. Das war wahrscheinlich einfach eine Verwechslung, ein Missverständnis. Ist es nicht. Hier, das ist der Beweis. Charlotte lebt. Aber das kann... Entschuldige, ich war nur gerade so überrascht. Wo hast du denn das Foto her? Ist das so wichtig? Nein, nur du bist schon so oft enttäuscht worden. Es ist Herrn Seifried aus der Tasche gefallen. Vermutlich hat er das mit dem Bild, das er mir vorher gezeigt hat, verwechselt. Ja, vermutlich. Auf jeden Fall ist klar zu erkennen, dass das Bild nach dem Erdbeben aufgenommen worden ist. Darf ich? Ja, das Mädchen sieht Charlotte wirklich ähnlich. Wer sind denn diese beiden Leute da? Hast du zu denen schon Kontakt aufgenommen? Noch nicht. Stefan, glaub mir, das Schicksal von Charlie liegt mir genauso am Herzen wie dir. Immerhin war ich jahrelang ihre Ersatzmutter. Ich hab mich nicht vergessen. Du hältst mich doch auf dem Laufenden, oder? Stefan, bitte. Das ist mir wirklich wichtig.
Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig für dich. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann sagst du mir Bescheid, ja? Also, dann melden Sie sich einfach, wenn Ihnen noch was einfällt. Mhm. Wiedersehen. Wiedersehen. Von wegen, ich fühle mich besser, sobald ich die Polizei informiert habe. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie uns zwei so ignorante Deppen schicken. Die glauben mir kein Wort. Ob ich überarbeitet bin, haben sie mich gefragt. Hallo, ich weiß genau, wo ich meine Sachen hinstelle. Die haben sich hier echt aufgeführt. Das fehlende Bild, ich bilde es mir nicht ein. Henny, mir musst du das nicht erklären. Mir macht das alles genauso viel Angst wie dir. Wahrscheinlich muss mich Sven erst im Schlaf erwürgen, bevor die Polizei es ernst nimmt. Hör auf. Ich rufe jetzt Mesut an. Der soll ein neues Schloss besorgen und das da einbauen. Quatsch. Er hat genug zu tun an seinem freien Nachmittag. Nein, Mesut ist unsere Sicherheit wichtig. Es ist unerträglich, dass dieser Irre hier ein- und ausgehen kann. Ja, mir gefällt die Vorstellung auch nicht, dass er einen Schlüssel hat. Ich finde es schön, dass du mir hilfst. Ist doch klar. Hallo, Puff. Hey. Brauchst du schon eine Karte, um dich in Sonnenberg zurechtzufinden? Jetzt glaub mal nicht, dass ich nach ein paar Monaten Leipzig schon vergessen habe, wo ich hingehöre. Ist schon blöd, dass du so selten da bist. Ich vermisse euch auch. Tagsüber geht's, aber abends, wenn ich dann mit meinem Essen alleine in der Küche sitze, dann muss ich dauernd an euch denken. Stell dir einfach vor, Mama hätte es gekocht. Dann legt sich das wieder. Hey, diesmal bleibst du aber ein bisschen länger, oder? Ja. Cool. Wie wär's mit einem Basketballspiel am Wochenende? Aber zieh dich warm an. Ich bin voll im Training. Lucky, deine Mutter und ich haben doch schon ewig diese Wanderung geplant. Ja, und ich habe mir jetzt gedacht, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ah, verstehe. Was meinst du? Kolbensattel oder Brunnenkopf? Kommt drauf an, ob du willst, dass Mama vor Erschöpfung in deinen Armen zusammenbricht. Das hat was. Oder vielleicht doch lieber einmal um den See und zurück. Von wegen. Wie wär's denn damit? Erst gehen wir auf die große Mühle. Mhm. Dann am nächsten Tag auf dem südlichen Pass runter zur grünen Wandhütte. Und dann laufen wir den großen Bogen zurück nach Sonnenberg. Klingt gut. Boah, nehmt die Opa mit, dann habe ich schon frei. Das könnte dir so passen. Ja, dann wäre der Sinn der Übung dahin. Wird Mama ganz gut tun, wenn sie mal ein bisschen rauskommt. Das habe ich mir auch gedacht. Vielen Dank, das ist wirklich... Bitte? Nein, nein, wir schicken Ihnen das Bild so schnell wie möglich zu. In einer Minute müssen Sie es haben. Alles klar, Ihnen auch. Danke. So. Wenn wir das Bild gemeldet haben, dann werden Sie es mit oberster Priorität in den internen Verteiler setzen. Und den liest eigentlich jeder, der mit PHO irgendwas zu tun hat. Na dann los! Datei anhängen. So, das wär's. Weiß Ihre Frau eigentlich Bescheid? Isabel? Sie hat ganz eigenartig reagiert, als ich ihr das Foto von Charlie gezeigt habe. Als ob sie sich gar nicht freuen würde. Ach, die war bestimmt nur genauso überrascht wie sie auch. Trotzdem. Isabel und Charlotte waren früher richtig dicke Freundinnen. Und es hat fast für einen Moment so ausgesehen, als ob Isabel erschrocken wäre. Vielleicht ist sie einfach nur ängstlich, dass das für sie wieder eine riesengroße Enttäuschung wird. Falls es mal wieder nicht Charlotte ist.
Seeklinik Sonnenberg jung. Wirklich? Das ging ja. Aha. Ja. Sekunde, ich hol mir nur kurz was zum Schreiben. Das Foto von Herrn Seyfried, der arbeitet ja auch bei Ihnen. Genau. Mit TH? Okay, habe ich. In Stuttgart? Ja. Haben Sie nicht. Also wirklich, vielen, vielen Dank. Das war eine Riesenhilfe. Danke. Machen wir. Tschüss. Jemand von der People Help Organization konnte sich an die Leute auf dem Foto erinnern. Es handelt sich um Familie Thomsen. Die haben meine Tochter offenbar nach Deutschland begleitet und sind mit ihr nach Stuttgart geflogen. Mehr konnte mir die Frau gerade nicht sagen. Ja, aber ich meine, Thomsen, das gibt's jetzt auch nicht 100 Mal in Stuttgart. Sie sind meine Glücksfee. Ah. Ich wissen, was es hier zu feiern gibt. Dr. Jung hat gerade erfahren, dass seine Tochter in Deutschland ist. Ja, hat. Darf ich dich an deine Verpflichtungen erinnern? Also im OP? Ups. Ja, ups. Wir rufen gleich nach der Operation in Stuttgart an. Ich bin mir sicher, das schafft der Dr. Jung auch allein. Jetzt sei nicht so. Verdammt! Muss dieser alte Scheiß ausgerechnet jetzt wieder hochkommen? Bist du dir wirklich ganz sicher? Das Mädchen auf dem Foto ist definitiv Charlotte. Wie konnte das denn passieren? Du hast doch Seyfried extra verlegen lassen. Anscheinend hatte der noch ein anderes Foto dabei und Stefan hat es dummerweise gefunden. Das gibt's doch nicht. Gut, hilft dir nichts. Wir müssen ruhig bleiben. Ach ja? Das Wichtigste ist, dass wir Stefan immer einen Schritt voraus bleiben. Er hat ja keine Ahnung, was wir vorhaben, also wird er auch nicht misstrauisch werden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, Stefan ahnt, dass etwas nicht stimmt. Dann ist es dein Job, dafür zu sorgen, dass sich das ändert. Finde raus, was er weiß und was er vorhat. Ach, ja, was denn wohl? Charlotte finden und sie nach Sonnenberg bringen. Meine Güte, Ralf, jetzt hör doch mal auf mit diesem nervigen Rumgerenne. Hör zu. Ich versuche ja gerne, Stefan auszuhorchen. Aber nach allem, was war, glaube ich nicht, dass es so einfach wird, ihn ins Vertrauen zu ziehen. Du musst es schon schaffen, die richtigen Knöpfe bei ihm zu drücken. Dass du mir nicht alles zutraust. Warum bleibt eigentlich die ganze Arbeit an mir hängen? Weil ich mich um die Landrätin kümmern muss, verdammt noch mal. Verstehst du das nicht? Ich kann diesen ganzen Ärger jetzt einfach nicht brauchen. Immerhin willst du hier Klinikleiterin werden und eine Privatabteilung für Schönheitschirurgie haben. Die Landrätin und der Medikamentendealer. Isabel, denk dran. Auf den Chefsessel der Klinik schaffst du es nur mit meiner Hilfe. Wie könnte ich das nur vergessen? Und deswegen ziehe ich mir jetzt auch mein Mata-Hari-Kostüm an und erfülle meinen Auftrag. Und sollten Sie wirklich noch Schmerzen haben in den nächsten Stunden, dann kommen Sie sicher noch stärkere Schmerzmittel. Alles klar. Es wird Zeit, dass endlich mal jemand dem Bichler sagt, was er da gemacht hat. Hast du die Sprache verschlagen? Ja, auch schön. Gut, dann unterbrichst du mich wenigstens nicht, wenn ich dir meine Argumente darlege. Kai Reinders ist 18 Jahre alt. Der war sein Leben lang gesund und sportlich. Hätte sein Leben vor sich. Er sitzt jetzt im Rollstuhl. Der braucht diese Rente. Du weißt ganz genau, dass ich moralisch im Recht bin, wenn ich von Bichler ein Geständnis fordere. Er hat schließlich die Teilschuld. Sag doch einfach, ja, Schatz, du hast recht. Dann lasse ich dich in Ruhe. Shirley, das hatten wir doch jetzt schon ein Dutzend Mal. Wir sind Ärzte und keine Richter. Mhm. Und Ärzte haben kein Gewissen? Doch, natürlich haben wir ein Gewissen. Aber als der Bichler dir gegenüber das gesagt hat, was du sein Geständnis nennst, da war er unter Narkose. Das zählt vor Gericht ungefähr so wie ein Vollrausch. Aber jetzt ist er doch wieder klar im Kopf, oder nicht? Kaffee? Ja, gern. Köstlich. Mhm. Unsere Cafeteria wird von einem
engagierten Unternehmerpärchen geführt. Ein gelungenes Beispiel für Integration. Ja, die Benini sind sich durchaus bewusst, dass man den Kunden jeden Tag bis neue gewinnen muss. Zwischen Leistung, Qualität und ein Top-Service. Ihren Kaffee kochen Sie aber wohl selbst, was? Schuldig. Im Sinne der Anklage. Können Sie ja von Glück reden, dass Sie damit nicht auf dem freien Markt bestehen müssen. Ich habe andere Qualitäten. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Sagen Sie, was sind denn nun eigentlich Ihre Pläne? Ich meine jetzt nach der gewonnenen Wahl. Sie meinen in Bezug auf die Seeklinik? Ja, zum Beispiel. Ich meine, laut Ihrem Wahlprogramm setzen Sie ja eher auf den freien Wettbewerb. Hat aber einer gut aufgepasst. Nein, nein. Für mich ist das immer noch der beste Weg. Ganz meine Meinung. Als Verwaltungsdirektor ist es mir immer daran gelegen, die bestehenden Verhältnisse zu optimieren. Sehen Sie, die Seeklinik hat ein enormes Potenzial, was, ich finde, aktiviert werden sollte. Inwiefern? Durch Privatisierung. Investoren würden Schlange stehen, um hier ihr Geld anzulegen. Der Kapitalfluss käme nicht nur der Klinik, sondern dem ganzen Ort zugute. Und wie ist die Meinung zu diesem Thema Klinik intern? Ich fürchte, das Ganze würde an der Klinikleitung scheitern. Sehen Sie, Frau Professor Lindner ist im Allgemeinen für derartige Ideen nur schwer zu begeistern. Stefan. Was willst du? Das Foto von Charlie geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlen musst. All die Jahre, keiner hat mehr daran geglaubt, auch ich nicht. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Tatsächlich? Na hör mal, Charlie ist auch mein Kind in irgendeiner Art. Ja, ich weiß, du hast sie sehr gern gehabt. Hast du denn inzwischen schon rausgefunden, wer die Leute auf dem Foto sind? Ich hab dir doch gesagt, ich halte dich auf dem Laufenden. Entschuldige bitte, dass ich Interesse daran zeige, was mit deinem Kind ist. Ist ja gut. Es handelt sich um ein Paar aus Stuttgart. Deutsche? Ja. Vermutlich haben sie sogar die Pflegschaft für Charlie übernommen. Ja, aber Stuttgart ist ja gar nicht so weit weg von hier. Wir könnten versuchen, uns frei zu nehmen und gemeinsam hinfahren. Was meinst du? Warum legst du dich plötzlich so ins Zeug? Ich freue mich doch auch, Charlie wiederzusehen. Weißt du denn, wie die heißen? Warum willst du das wissen? Ja, ist der Name denn so ein Geheimnis? Nein, aber er tut auch nichts zur Sache. Ja gut, aber sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du fährst. Ich möchte unwahrscheinlich gern mitkommen. Unsere Wanderschuhe sind eingefettet, die Rucksäcke vom Dachboden geholt und das Beste mal rein. Stell dir vor, ich hab's tatsächlich geschafft, in der oberen Mühle das Zimmer mit dem Panoramafenster zu finden. Was sagst du jetzt? Thomas, es tut mir so leid. Wir müssen den Ausflug verschieben. Die Wanderung haben wir doch schon so lang geplant. Wir haben extra freigenommen deswegen. Ja, ich habe mir auch extra freigenommen. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Aber du siehst ja, was hier los ist. Aber wir wollten noch mal die Arbeit hintanstellen, um mehr Zeit für uns beide zu haben. Die Verwaltungsratssitzung ist vorverlegt worden. Da muss ich optimal vorbereitet sein. Wenn Christianes Wahl zur Landrätin, nehme ich an. Ja, ausgerechnet vor deiner Ex möchte ich mich auf gar keinen Fall blamieren. Macht's da eigentlich was aus, dass du jetzt mit ihr zusammenarbeiten musst? Mir nicht. Wir brauchen diesen Schockraum. Ich auch bald. Und da ist mir jeder Verbündete recht. Die Wanderung ist nur verschoben. Versprochen. Ja, das ist halt der Preis, wenn man mit einer erfolgreichen Frau verheiratet ist. Nur gut, dass ich für solche Fehler auch immer das Arbeit im eigenen Gepäck habe. Jetzt ist mein schlechtes Gewissen schon gleich viel kleiner. Wie wär's mit einer schnellen Tasse Kaffee als Entschädigung? Lindner? Das ist echt nett. Hallo? Wozu sind Freunde denn da? Hm? Und außerdem liegt mir eure Sicherheit doch am Herzen. So. Ich bringe jetzt noch gleich deine Bettwäsche runter und dann gibt's einen Tee. Das ist gut für die Nerven.
Wisst ihr, was noch besser ist für die Nerven? Schokolade. Ich habe euren Lieblingskuchen mitgebracht. Triple Chocolate. Yeah! Du bist ein Schatz. Sven saß auf meinem Bett. Ich will das alles wegschmeißen. Quatsch, 90 Grad tun's auch. Henny, in deinem Zimmer ist alles fertig? Ich habe alles desinfiziert. Und jetzt riecht's da wie im Labor. Was war das? Sorry. Der König der Handwerker. Alles ist okay. Ich muss mal kurz raus. Soll ich mitkommen? Nee, nee. Ich laufe nur kurz um den Block, bisschen frische Luft schnappen. Allein, bist du sicher? Bis gleich. Henny, dann nimm wenigstens dein Handy mit, ja? Henny, dein neuer Schlüssel. Nicht verlieren. Ralf, was willst du schon wieder? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Was will ich wohl? Ich will wissen, was du rausgekriegt hast. Vermutlich ist Charlotte beim Ehepaar, das sie mit aus Haiti nach Deutschland genommen hat. Charlotte ist in Deutschland? Wow. Gute Arbeit, aber ich fürchte, es kommt noch mehr auf uns zu. Stefan muss unter allen Umständen von Charlotte ferngehalten werden. Und wie genau hast du dir das vorgestellt? Was weiß denn ich? Lass dir irgendwas einfallen. Spiel deine Ersatzmutterkarte aus oder schließ ihn in der Wohnung ein. Irgendwas für dich. Du wirkst ein bisschen konfus, mein Lieber. Hauptsache, ich kann vor Stefan mit Charlotte sprechen. Ich muss unbedingt wissen, was die Kleine noch weiß. Wegen der Sache in Haiti. Okay. Ich kümmere mich um Stefan und du kommst endlich mit der Landrätin in die Pötte. Vielleicht kann man Stefan ja bei diesen Leuten irgendwie in Misskredit bringen. Ich werde mir was einfallen lassen. Ein Glück, dass ich immer noch mit Stefan verheiratet bin. Deine Mutter wird mir nie völlig egal sein. Okay, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Wenn du Mama zurückgewinnen willst, dann musst du deine Taktik ändern. Aha. Ja, du musst ab und zu nachgeben, dass sie wenigstens das Gefühl hat, dass sie recht hat. Und solche Tricks, die lernt ihr in der Schule? Komm mir bloß nicht mit Schule. Nein, Papa, sowas lernt man im Kino. Sicher schwer für dich, den ganzen versäumten Stoff nachzuholen. Na, es wird schon irgendwie klappen. Luki bringt mir alles nach Hause, was ich brauche. War deine Versetzung nicht schon vor deinem Unfall gefährdet? Mit ein bisschen Nachhilfe schaffe ich das Abitur. So. Ja, man muss in die Zukunft investieren, Papa. Ganz schön flottes Mundwerk, ne? Das sind deine Gene. Du hast ganz schön Glück gehabt bei deinem Unfall. Ich schätze mal, dass deine Schutzengel eine Menge Überstunden abzurechnen haben. Wenn das mit dem Abitur nicht gleich im ersten Anlauf klappt oder du in die Nachprüfung musst, dann ist es ja auch kein Beinbruch. Sehr witzig. Ist nicht aus dem Kino, nur von mir. Herein. Christiane. Schön, dass du es einrichten konntest. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wir haben ja auch eine Menge zu besprechen. Ja, setzen wir uns. Danke. Es ist so lange her, was ja auch einer gewissen Komik nicht entbehrt. Das kann man wohl sagen. Wenn mir jemand prophezeit hätte, dass ich mal mit meinem Ex-Verlobten deinen Hochzeitstag feiern würde. Tja, das Leben einer Ärztin ist oft nicht so ganz kompatibel mit Familienfeiern. Geplatzte Geburtstagspartys oder Hochzeiten, unterbrochene Weihnachtsessen. Die dringenden Patientenfälle suchen sich scheinbar immer den richtigen Zeitpunkt aus. Hast du eigentlich Kinder? Nein. Aber lass uns über die Klinik reden. Johanna,
Ich fände es sehr sinnvoll, wenn du mich von Anfang an in deine Pläne mit einbeziehen würdest. Im Gegensatz zu anderen Politikern ist mir der direkte Kontakt zu den Menschen sehr wichtig. Und in unserem Fall kommt ja noch hinzu, dass wir uns ein wenig kennen. Wir werden sicher ausgezeichnet zusammenarbeiten. Davon bin ich überzeugt. Dein Cappuccino. Danke dir. Wie geht's dir? Ich bin froh, dass es mir besser geht. Und du, schon Feierabend? Dienstfrei. Und ich könnte mich glatt dran gewöhnen. Also hör mal, spätestens nach einer Woche, da kriegst du doch Entzugserscheinungen, wetten. Wahrscheinlich. Dann werde ich mich unendlich nach der Oberschwester Ursula sehnen. Genieß den Nachmittag. Mach ich. Du hast doch deinen Cappuccino nicht mal angerührt. Nee, passt schon. Stimmt irgendwas nicht? Nee, nee. Ja. Was war denn mit dir los? Keine Ahnung. Die Kassen erleben im Moment eine Patientenflut. Der Bedarf steigt enorm und deswegen brauchen wir diesen neuen Schockraum. Die demografische Entwicklung gibt dir absolut recht. Definitiv. Trotzdem, 5,5 Millionen Euro sind keine Peanuts, wie Herr Borowski ja schon gesagt hat. Ich weiß. Herr Borowski hat die Kalkulation fast abgeschlossen und mir zur Ansicht vorgelegt. Doch die Investition lohnt sich. Mit einem zusätzlichen Schockraum sind wir weitaus flexibler, was die Behandlung von Unfallopfern angeht. Und deswegen auf kommunaler Ebene lässt sich ein Projekt dieser Größenordnung nicht realisieren, Johann. Es sei denn, wir denken über alternative Finanzierungsmodelle nach. Zum Beispiel? Private Investoren, die sich finanziell engagieren. Das kommt nicht in Frage. Die medizinische Grundversorgung in der Region muss gewährleistet bleiben. Das habe ich schon mehrfach in diversen Sitzungen dargestellt. Johanna, die Seeklinik hat einen exzellenten Ruf. Und so soll er auch bleiben. Also, ich denke, wir sollten uns das alles noch mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Hm? Wir werden sicher eine Lösung finden. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Thunsen. Danke. Wieder nichts. Aber keine Sorge, ich habe noch 8 Thunsen auf meiner Liste. Und Ärger mit Ihrem Mann. Markus hat einfach nur einen schlechten Tag. Der beruhigt sich auch wieder. Hoffentlich. Mhm. Danke auf jeden Fall für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Aber jetzt muss ich zur Magenspiegelung. Hm. Das ist die erste Spur seit 2 Jahren. Sie wollen nicht drüber reden, oder? Hey. Sie sind meine Verbündete. Dann sollte ich allerdings eingeweiht werden. Ich habe Ihnen vorhin ja schon erzählt, dass Isabel so komisch reagiert hat. Mhm. Ich versuche die ganze Zeit zu verstehen, was in ihrem Kopf vorgeht. Warum hat sie sich nicht gefreut, als ich ihr das Bild von Charlotte gezeigt habe? Ich glaube, ihre Frau hat sich einfach so damit abgefunden, dass Charlotte nicht mehr im Leben ist. Und dann taucht dieses Foto auf, aus dem Nichts. Ich meine, es ist doch völlig klar, dass sie da ängstlich ist, dass sie sich wieder in was verrennen und dann bitter enttäuscht werden. Wir reden hier von der Frau, die versucht hat, mir das Kind eines anderen unterzuschieben. Das ist nicht gerade ein Zeichen für Herzenswärme oder Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Ich verstehe es einfach nicht. Warum verhält sie sich so? Also Gedanken lesen kann ich auch nicht. Ein Grund mehr, dass wir uns darauf konzentrieren, Charlotte ausfindig zu machen. Hm? Ja, Sie haben recht. So, und Sie gehen jetzt erstmal zu Ihrer Magenspiegelung. Erschreckt dich die Vorstellung, ein Herz von einem anderen Menschen zu bekommen? Jemand anders muss sterben, damit ich leben kann. Das ist ja wohl ziemlich gruselig. Und ich hänge hier rum und muss warten, bis irgendjemand. Du musst dich nicht dafür schämen, dass du weiterleben willst. Ja.
Danke. Meine Uhr, die tickt. Und wer weiß, ob ihr rechtzeitig ein geeignetes Spenderherz für mich findet. Jan. Hey, es ist wirklich entzückend und schön in deiner hübschen Klinik hier, aber so habe ich mir meine letzten Wochen nicht vorgestellt. Es läuft nicht immer so, wie man sich's wünscht. Redest du jetzt von dir? Ich bin ein bisschen überarbeitet. Was ist überhaupt mit dir? Ist dein Leben jetzt so, wie du dir das erträumt hast? Keine Ahnung. Ich hab doch alles, oder? Ich habe übrigens noch mal nachgedacht. Sobald Herr Bichler wieder stabil genug ist, da werde ich noch mal mit ihm reden. Mhm. Was willst du ihm sagen? Ich werde ihm noch mal die Fakten darlegen, also das, was du so nennst. Dass der Herr Reinders für den Rest seines hoffentlich noch langen Lebens im Rollstuhl sitzt. Und, Und dann? Wie und dann? Dann kann er mit dieser Information machen, was auch immer er möchte. Das ist alles? Oh, jetzt hab doch mal Erbarmen. Das ist für mich wirklich schon sehr viel. Naja, wenn du es so sagst, ist es schon fast eine Art Eingeständnis, dass ich im Recht bin, oder? Genug ist nie genug. Du kannst es nicht lassen, ne? Was denn? Lass mich meinen Erfolg doch mal auskosten. Ach, komm jetzt. Sven. Hey, ich sagte Hallo, Sven. Was soll das? Ich wollte mir den Mann mal aus der Nähe anschauen, der einfach in mein Zimmer einsteigt und sich dort benimmt wie ein Schwein. Ich hab keinen Schimmer, wovon du redest. Du lügst und das weißt du ganz genau. Jetzt werd mal nicht hysterisch. Was sollen denn meine Kunden denken, ha? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie scheißegal mir das ist. Also nochmal, warum klaust du meinen Schlüssel und warum gehst du in meine Wohnung? Warum sollte ich das gemacht haben? Hm? Sagt dir dieses Foto was? Hier? Sollte es? Ja. Dieses Foto hast du geklaut, aus meiner Wohnung heraus und verschickt in alle Welt. Sagt wer? Ich. Gut getroffen? Lampe, die sich jeden Kerl an den Hals wirft. Hier, kannst du behalten. Mit so einem Dreck mache ich mir nicht die Hände schmutzig. So, Herrschaften, Sie haben heute die eher seltene Gelegenheit, bei einer ziemlich ungewöhnlichen OP zu assistieren. Also aufgepasst, Spaß gehabt und was gelernt. Achtung, die sogenannte Sprengung der Aortenklappe mittels Katheter. Achtung, führe die neue organische Klappe ein. Und voilà. Finden Sie nicht, dass die neue Klappe ein wenig aussieht wie ein Basketballkorb? Und warum haben wir uns bei dem Patienten Bichler für genau diese Methode entschieden? Frage, Antwort, keine. Weil die neue biologische Klappe sofort einsatzfähig ist, das heißt, der Patient muss nicht an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Sehr schöne Antwort, Frau Kollegin, hätte von mir sein können. AV-Block dritten Grades, ca. 30 Schläge pro Minute. Wir müssen ihn stabilisieren, sonst verlieren wir ihn. Nächste Nummer, bitte. Das war die letzte. Wir haben alle Thomsen in Stuttgart angerufen. Sicher? Ganz sicher. 10 Nieten, einmal kein Anschluss unter dieser Nummer, zweimal Anrufbeantworter. Das war's. Kaffee?
Also ein Bier wäre mir ehrlich gesagt lieber. Sie überrascht mich immer wieder. Jung. Bitte? Wirklich? Sekunde, ja. Ja? Hab ich? 6-7? Ach, vielen Dank, dass Sie so schnell zurückgerufen haben. Das war Frau Thomsen aus Stuttgart. Mhm. Ihr Sohn ist Psychologe, die Schwiegertochter auch. Mhm. Und Sie haben ein Kind aus Haiti mitgebracht. Wollen Sie jetzt lieber allein sein? Auf gar keinen Fall. Sie bleiben bei mir. Wo ist das? Ulm. Ja, dann versuchen wir jetzt in Ulm unser Glück. Hallo? Charlotte? Der Patient reagiert nicht auf die Medikamente. Ich krieg das auch so hin. Uns läuft die Zeit davon. Nun, ich bin nach wie vor der Meinung, dass man mit 5,5 Millionen Euro andere, lukrativere Projekte finanzieren sollte. Laut Professor Lindner braucht die Klinik diesen Schockraum. In meinen Augen hätten andere Projekte, wie zum Beispiel der Ausbau der plastischen Chirurgie, eine höhere Priorität. Sagen Sie Mesut einfach, Dennis ist da. Er weiß Bescheid. Geht's Ihnen gut? Ja, ich weiß nicht. Mir ist nur ein bisschen heiß. Oh, ein Arzt zum Empfang, schnell!